Jo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Fragen und Antworten Vlog, wie auch immer man das nennen mag, Video. Zuallererst, warum kam heute kein Titan? Das haben mich so viele Leute gefragt. Das liegt einfach daran, dass eine Audiodatei beschädigt. Ich das eben mal zeigen. Hier habe ich meine Datei. Wenn ich da jetzt drauf gehen möchte, Wiedergabe nicht möglich. Versuchen Sie, etwas anders wiederzugeben, da die Datei beschädigt ist. Das finde ich natürlich überhaupt nicht cool, weil eine beschädigte Videodatei heißt, ich kann es nicht hochladen. Das heißt, wir bekommen einen Strafpunkt. Das heißt, unsere Koordinaten werden morgen um 18 Uhr in der Config gepostet und wir sind quasi Opfer von jedem. Da wir heute aber einen Fight hatten, könnt ihr ja nicht wissen, ob wir gestorben sind oder überlebt haben. Von dem her wird das noch eine sehr, sehr spannende Geschichte. So, und dann kommen wir aber auch schon zur ersten Frage und die kommt von Beatrice und sie schreibt: Darf ich die erste Frage stellen? Ja, darfst du. Und zwar fragt sie: Wenn du für einen Tag ein Mädchen wärst, was würdest du alles machen und würdest du Jungs anflirten? Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich einen Tag lang ein Mädchen wäre, würde ich mich selber ständig bekrapschen und ja, ich glaube, das würde ich einfach den ganzen Tag tun, fertig. Und dann kommen wir aber auch schon zur nächsten Frage. Diese kommt von der lieben Ziegenexperte.de. Und sie fragt: Hast du mal eine krasse Sportverletzung, Schulsport etc.? Ich weiß nicht, ob man das als Sport sehen kann. Ich habe hier einen Iohawk und bin, also ich habe das erst seit 2 Tagen und am ersten Tag bin ich damit schon richtig auf die Schnauze geflogen, weil ich einfach versucht habe, mich oben selbst zu balancieren, obwohl man das eigentlich gar nicht tun sollte. Dabei ist das hier dann entstanden, bin richtig auf mein Handgelenk geflogen. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich bin wehleidig, was das betrifft, bla bla bla, aber das Ganze ist mir heute nochmal passiert und ich bin nochmal drauf geflogen. Allerdings so weh, dass ich echt dachte, okay, es ist irgendwas gebrochen oder sonst was, so gut. Dann sind wir aber ins Krankenhaus gefahren, dann hieß es nur, es ist eine harte Prellung und ich habe deswegen hier jetzt so ein Aua-Scheiße-Verband. Ist halt das nicht zu oft bewegen, aber für die Leute, die sich interessieren, wie viel dieses Iohawk gekostet hat, wo ich das her habe und so weiter, und zwar kann ich es euch ja mal ganz kurz zeigen. Und zwar besitze ich hier dieses schöne Teil. Ich weiß, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen und endlich mein Bild aufhängen, aber erstmal werde ich jetzt hier aufsteigen, kann dann da drauf fahren und rum, 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 Knisterfolie. Leute, das ist doch Musik in meinen Ohren. Das ist doch alles Musik in meinen Ohren hier. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung einen Amazon-Link, wo ihr das Gerät finden könnt. Ja, also es waren ein paar Produktrezensionen dabei, die jetzt nicht so gut waren. Ich habe mich aber davon nicht blenden lassen, habe es mir gekauft und muss sagen, wirklich top Gerät. Ich kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen und ja. So, und dann kommen wir aber auch schon zur nächsten Frage. Diese kommt vom lieben Darth Hazy und er fragt: Ed Boomstoggy, lieber Fragen oder einen Ring besitzen, mit dem du die Zeit anhalten kannst und nur du dich noch bewegen kannst? Ich muss sagen, ich glaube, ich würde dann da lieber das Fliegen nehmen, weil was bringt es mir, die Zeit anzuhalten, aber niemand anderes kann irgendwas machen. Ich würde eventuell sonst sagen, okay, ich halte die Zeit an, steige in ein Flugzeug und fliege dort und dorthin, aber die Flugzeit, die ich in dieser Zeit in Anführungszeichen verschwendet habe, ist nicht weg, sondern die habe ich angehalten. Das Problem ist halt, ich halte die Zeit an, somit halte ich auch die kompletten Personen an, die dieses Flugzeug sonst fliegen würden. Ich kann kein Flugzeug fliegen, von dem her würde ich lieber selber fliegen und daher fällt meine Wahl auf das Fliegen. Dann kommt die nächste Frage von lieben Eselkuh und er schreibt: In welches Land würdest du am liebsten reisen? Ich weiß nicht, also ich würde eigentlich ganz gerne in die USA. Ich möchte aber auch gerne mal nach Japan, also das ist ja wieder was komplett anderes, aber ich glaube, ich würde dann lieber die USA bevorzugen. Nächste Frage, und diese Frage wird so, so oft gestellt, und zwar kommt die von der lieben Janni Herbstkind. Sie fragt: Was ist da los mit deinem Server? Ja, wie ihr wisst, habe ich einen Subserver. Das ist jetzt aber nicht so gut derzeit der Stand. Und zwar, der Server wird auf jeden Fall wieder online kommen. Es werden keine Daten verloren gehen. Das Problem war halt einfach nur, ich habe jetzt einen neuen Hoster, Iris Server, Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr vorbeischauen wollt. Mega, mega fettes Dankeschön an euch, dass ihr das alles immer so kräftig supportet und da auch mithelft. Aber derzeit ist es einfach ein bisschen schwer, alles unter einem Hut zu bekommen. Vor allem, ich muss für einen Führerschein lernen und so weiter. Heute Garantieprüfung bestanden. Dafür einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Ja, ich muss sagen, ich kann jetzt noch keine ungefähren Zeiten sagen, wann der Server wieder online gehen wird, aber er wird bald online gehen. Bald. Folgt mir einfach auf Twitter oder so und dann werdet ihr alles am ehesten erfahren, beziehungsweise die Leute im Livestream, weil es ist ja schließlich ein Subserver und das hängt ja sehr, sehr groß mit einem Livestream zusammen. Dann kommt die nächste Frage vom lieben Reway Artist und er fragt: Bist du momentan zufrieden mit YouTube?
Also ich muss sagen, ich bin von meiner Seite auch schon zufrieden mit YouTube. Ich möchte halt noch ein paar mehr Formate machen. Ich möchte Talk About weitermachen. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr mit anderen YouTubern machen. Wartet einfach mal ab, ja? Wartet einfach mal ab. Vielleicht kommt da in Zukunft irgendwie vielleicht so ein Format mit anderen oder... Ja, wartet einfach ab, Leute. Wartet ab! Es wird auf jeden Fall eine mega, mega geile Zeit werden. Vielen, vielen Dank übrigens auch an 26.000 Abonnenten, die wir jetzt geknackt haben. Wir stehen kurz vor den 27.000. Das freut mich natürlich auch mega, mega, mega. Und Dankeschön für jeden einzelnen Daumen hoch, den ihr mir immer gebt. So, und dann kommt die letzte Frage von der lieben Lovefronts Out. Und sie fragt, würdest du gerne mal dein eigenes Spiel entwickeln? Und wenn ja, würde das funktionieren? Und um was würde es gehen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Mischung zwischen so einem MMORPG wie World of Warcraft und so einem Mix aus Call of Duty und Minecraft wäre. Ich weiß es nicht. Irgendwie alles in einem. Ich glaube, es würde so ähnlich sein wie GTA. Aber vielleicht noch, ich weiß es nicht, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Ich glaube, da muss man mal wirklich ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Vielleicht mache ich da auch irgendwann mal ein Video drüber. Und dann kommt die letzte Frage noch vom lieben Reverb Artist und er fragt, ich beende somit das Video, lasst ein Like da und ein Kommi. Würde ich auch sagen, haut rein, Leute. Macht's gut. Schaut unbedingt noch bei den Links unten in der Videobeschreibung vorbei und ciao.